Hallo, moin moin. Heute gibt es ein Video für die Bassisten unter euch, denn ich habe auf education.lennartwehnke.de ein neues Sheet hochgeladen. Und zwar ein Bass-Sheet für die Skalen. Und damit man auch ein bisschen erkennen kann, wie das funktioniert, werde ich die ganzen Skalen jetzt einmal durchgehen mit euch, einmal vorspielen. Und dann könnt ihr das immer wieder anschauen, wie ich die spiele und das einfach üben. Fangen wir an mit der ersten Skala. Das ist die Dur-Skala. Und wichtig ist, ich spiele immer über alle vier Saiten vom Bass. Das sind keine zwei Oktaven. Das ist etwas mehr als eine Oktave. Meistens ist eine Oktave und eine Terz oder eine Oktave und eine Quarte. Aber das ist für uns nicht schlimm. So, die erste Skala ist Dur bzw. Ionisch. Als zweite Skala haben wir Dorisch. Die dritte Skala ist Phrygisch. Kommen wir zum vierten Modus, Lydisch. Übrigens könnt ihr mal gucken, die Modes leiten sich ja von den Kirchentonleitern. Warum das so ist, dazu mache ich vielleicht nochmal ein Video. Also wenn ihr es sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Lydisch. Da kann man sliden, muss man nicht, man kann es auch mit dem kleinen Finger spielen. Mixolydisch. Nun kommt das, was wir eh schon kennen, das ist natürliches Moll oder auch Äolisch. Zum siebten Modus Lokrisch. Und jetzt kommen noch zwei Sachen, also das waren erstmal die sieben Modes oder Kirchentonleitern. Von Ionisch über Dorisch, Phrygisch, Lydisch, Mixolydisch, Äolisch bis hin zu Lokrisch. Wobei Ionisch ist unser normales Dur und Äolisch ist unser natürliches Moll. Schauen wir uns noch ganz kurz harmonisch Moll an. Da werdet ihr bemerken, durch diesen Schritt am Ende klingt das Ganze sehr orientalisch. Ich spiele es nochmal. Wir machen jetzt einfach mal nur die erste Oktave. Ja, man hört diesen orientalischen Klang raus, weil wir einen Hiatusschritt haben. Das ist quasi ein Terzschritt oder eine übermäßigte Sekunde. Und jetzt zu melodisch Moll. Das klingt auch wieder anders. Melodisch Moll klingt ein bisschen wie das Dur unter den Molls, weil wir haben quasi nur eine Mollterz drin und der Rest ist wie bei einer Durtonleiter. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben. Ihr könnt euch das Sheet einfach runterladen und wir sehen uns demnächst wieder. Bis dann. Ciao.